Das kann ich nicht aufmachen. Guten Morgen, meine Authentis. Ich grüße euch. Wir sind unterwegs zum Frühstück und es ist 7 Grad draußen. Ich mache gleich die Sitzheizung an und die Lenkradheizung. Nach dem Frühstück in Dortmund wird es Zeit für ein bisschen frische Luft und Bewegung. Und mit dem Ironman der Frauen gestern noch im Hinterkopf bin ich hoch motiviert. Ich zeige euch ein paar Eindrücke hier von der Laufrunde. Ich plane so einen Halbmarathon. Lerner ist auf den ersten Kilometern auch mit dabei. Bei den ersten zwei. Sehr gut. Und danach schicke ich euch noch mal durch den Laufplan, den Laufkalender, was nächstes Jahr bei mir alles so ansteht. So, wir starten hier ganz easy bei uns gegenüber durch den Schlosspark. Da machen wir die 2-3 Kilometer für die anderen und dann geht's runter zur Ruhe. Da düst er ab. Kilometer 2 in 12 Minuten. Tipptopp. Ich bin super stolz auf Leander, dass der das mit mir mitmacht. Falls ihr euch fragt, warum nur Leander mitgelaufen ist, es ist nicht so, dass ich die anderen nicht gefragt hätte. Noch scheint die Sonne. Ich hoffe, das bleibt so. Es ist so 50% Regenwahrscheinlichkeit. Aber es macht ja nichts. Falls der Regen einsetzt, bin ich eh nass geschwitzt. Dann geht es jetzt auf, runter zur Ruhe. Bei der Sonne ist das immer wunderschön. So, hier beginnt der alte General. Das ist ein Strava-Segment. Und zumindest war ich da mal Local Legend. Ich bin ein bisschen zu sehr aus der Puste. Sollte sich ja dabei unterhalten können. Aber gerade, ich erkläre sofort, was Local Legend ist. Für alle, die es nicht kennen. Es waren gerade 2 Songs. Ich laufe heute mit Musik hier mit 180 Beats pro Minute und ich probiere dann meine Schrittfrequenz darauf anzupassen, ohne mich dabei zu verausgaben. Einfach nur, um die Frequenz in die Beine zu bekommen. Aber das wird nicht verausgaben. Das ist dann gar nicht so einfach. Also Local Legend. Es gibt Strava-Segmente, das sind häufig gelaufene Streckenabschnitte. Und derjenige oder diejenige, die den Abschnitt in 90 Tagen am häufigsten läuft, und das geht getrennt nach Laufen und Fahrradfahren, der wird zu Local Legend. Und ich meine, das wäre immer noch ich. Hier im Hintergrund seht ihr die alte blaue Brücke. Da fährt alle paar, ich weiß nicht, Wochen oder so noch eine Dampflokomotive Richtung Hattingen und zurück. Bestimmt auf der Nikolausfahrt hier vom Eisenbahnmuseum aus. Sonntagnachmittag, alles voller Kinder. Man war auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr, aber die Kinder sind so ein bisschen aus dem Eisenbahnalter raus. Oh, manchmal sehe ich echt nichts, wenn mir die Sonne so ins Gesicht scheint. Dann hoffe ich nur, dass mir keiner entgegenkommt. Da hinten irgendwo schon Essen und da ist mein Wendepunkt. Wobei ich wahrscheinlich am Ende noch ein bisschen dranhängen müsste. Wobei, wer weiß, wir sind jetzt, was ist denn hier? Ich und ihr als Zuschauer der Authentis, wir sind jetzt bei Kilometer 11. Das ist normalerweise eine 19-Kilometer-Runde mit den 2 Kilometern mit Leander. Müsste das eigentlich passen. Das heißt, bis da vorne hin, auf die Uhr, dann müssten es
müssten noch 9 Kilometer dran sein. Das heißt, wir müssten da vorne bei Kilometer 22 sein. 12. Ja, ungefähr passt das. Damit kann man sich auch gut während des Laufens beschäftigen, dass man rechnet, wie viele Kilometer noch von wo nach wo. Oh, wie schön ist das bitte, hier mit Sonne im Gesicht entlang zu laufen. Mir geht's gerade richtig gut. Seriously, ist das schön. Der Abschnitt hier vorne entlang der Ruhr bin ich ein bisschen zügiger gelaufen. Dafür geht es jetzt gleich wieder bergauf, den Radweg hoch zu uns nach Hause. Wir sind jetzt bei Kilometer 16,5. Das heißt, ja, noch 5 Kilometer, das passt ja. Okay, auf geht's. So, hier ist auch schon wieder die Sonnenbrücke im Schlosspark, die unserer Laufgruppe, ja, für unsere Laufgruppe namengebend war. Laufgruppe Sonnenbrücke. Von vielen hier aus sind es nur noch ein paar hundert Meter bis zum neuen Ziel. Die Uhr sagt gerade 21, irgendwas Kilometer. Das heißt, Entfernungsziel habe ich dann erreicht. Ich habe mich natürlich verrechnet. An dem ersten Wendepunkt war natürlich nicht genau die Hälfte von den 19 Kilometern, weil ich ja noch die Schleife über die Schwimmbrücke genommen habe. Von daher alles gut. Dann ist jetzt hier gleich Feierabend. Ich habe noch den Marathon-Modus in meiner Uhr drin, die rechnet das gerade hoch. Wenn ich so weiterlaufen würde, hätte ich den Marathon in 3,45. Ich finde, das ist für einen einigermaßen lockeren Trainingslauf keine verkehrte Zeit. Ja, und dann... Ah, jetzt fängt es an zu regnen. Ja, Gott sei Dank ist es bis jetzt trocken geblieben. Und dann zeige ich euch jetzt gleich noch wieder zu Hause am Schreibtisch, was im nächsten Jahr alles für Läufe ansteht. Mir läuft der Schweiß gerade dermaßen in die Augen. Das brennt so. Das kann ich nicht aufmachen. Das ist ja auch alles verschwitzt. Ich habe jetzt kein Handtuch. Okay, jetzt geht's. Aber Lauf war gut. Ich wollte dir noch erzählen, welche Events ich schon für nächstes Jahr geplant habe. Und das Jahr 2024 fängt an mit dem Neujahrslauf am Phoenixsee in Dortmund. Und der Kniff beim Neujahrslauf, da habe ich dieses Jahr auch schon dran teilgenommen, das war echt ein schön organisiertes Event, war auch super Wetter, ist, dass die Zeit feststeht, aber die Distanz nicht. Ja, man hat 90 Minuten Zeit und muss versuchen, so viele Runden um den Phoenixsee zu laufen, wie man schafft. Eine Runde ist 3 Kilometer und ein bisschen. Das heißt, je nach Tempo schafft man dann so und so viele Runden. Und nächstes Jahr gibt es eine schwarze Tasse als Andenken. Jetzt Anfang des Jahres gab es eine Milchglastasse, da trinke ich auch immer noch sehr gerne meinen Kaffee daraus und freue mich darauf auf das nächste Event und blicke auch gerne an das Event Anfang des Jahres zurück. Weil es echt ein schönes Auftakt-Event war. Danach geht es weiter mit der Winterlaufserie vom ASV Duisburg. Die Idee von diesen Winterlaufserien ist, über den Winter fit zu bleiben. Und da gibt es dann 3 Termine, nämlich einmal Ende Januar, Ende Februar und Ende März. Und die Läufe, zu denen ich mich angemeldet habe, sind die längeren Distanzen, also 27.01., dann den 10-Kilometer-Lauf, den 24.02., den 15-Kilometer-Lauf und am 23.03. den Halbmarathon,
Wobei ich den nicht am 23.03. laufen werde, sondern man kann den auch nachtragen und nachmelden dann. Das zählt dann auch wie gelaufen, sondern ich habe mich dann am 24.03. zum Halbmarathon in Venlo angemeldet. Da habe ich schon sehr viel Gutes drüber gehört und da freue ich mich da auf das Laufevent in Venlo. Das ist auch ganz freundlich, dass der Halbmarathonstart erst um 14 Uhr ist. Dann kann man da hier von Bochum aus noch entspannt nach Venlo fahren und dann daran teilnehmen und muss nicht wie morgens um 9 Uhr da sein. Ja, und dann am 28. April Marathon Hamburg. Tipp von Jo war das. Vielen Dank, Jo. Hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, aber passt super in die Zeitplanung. Ja, soll auch ein schneller Marathon sein. Hamburg sowieso in meine Reise wert. Daher 18. April sollte ich eigentlich dann fit sein nach den Läufen vorher. Und dann freue ich mich schon auf den Marathon Hamburg. So, wie geht's weiter? Dann, ja, Bochum Triathlon. Jetzt war ja gestern Hawaii Ironman. So weit ist es noch nicht. Aber wenn schon mal ein Triathlon in Bochum ist, und der war jetzt schon zweimal hier und ich war dieses Jahr zuschauen, es war eine super Atmosphäre da, habe ich mich dazu breitschlagen lassen, dass ich da nächstes Jahr dran mitmache. Ich habe weder ein gescheites Rad noch eine gescheite Kraultechnik. Ja, weiß ich noch nicht, wie das wird, aber es wird bestimmt ein erinnerungswürdiges Event. Und über Ausschreibung stehen die Strecken, welche es gibt. Genau, ich werde dann die Kurzdistanz machen. Hört sich kurz an, aber auch das ist 1 Kilometer Schwimmen, 37 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer Laufen. Da hoffe ich dann, alles rauszureißen. Wahrscheinlich bin ich einfach platt dann am Ende. Das ist Ende Juni. Dann Anfang September natürlich der Halbmarathon hier in Bochum. Und als Krönung des Laufjahres bis dahin diesmal dann Köln. Hat sich unsere Laufgruppe Sonnenbrücke für entschieden. Köln-Marathon dieses Jahr, nicht der 50. in Berlin, sondern hier in der Gegend bei uns. Und ist ja auch ein sehr schöner Lauf. Und da habe ich tatsächlich meinen ersten Marathon gemacht. Gibt es auch irgendwo einen Vlog zu hier. Vlogtober, ich weiß nicht, 2016 oder sowas. Genau, Köln-Marathon. Ich habe gefinisht. Aber ich hatte mir höhere Ziele gesetzt tatsächlich und war nicht so ganz zufrieden mit meiner Zeit. Bin auch die letzten 6-7 Kilometer eher gegangen als gelaufen. Aber egal, schöner Marathon, freue ich mich drauf. Genau, in der kalendarischen Übersicht, Januar startet mit dem Neujahrslauf, dann die nächsten 3 Sterne, Ende Januar, Ende Februar, Ende März. Ist die Winterlaufserie bzw. der Halbmarathon in Venlo. Dann Ende April der Marathon, dann ist 2 Monate Pause, dann kommt der Triathlon, dann ist wieder 2 Monate Pause. Dann kommt der Halbmarathon in Bochum und dann nochmal einen Monat später wieder ein Marathon. Das heißt, das sind quasi 1, 2, 3 Monate Marathonvorbereitung nach dem Triathlon. 12 Wochen, das passt ja super. Und 2 Monate vielleicht Marathonvorbereitung nach dem Höhepunkt in Venlo, nach der Winterlaufserie. Genau, da freue ich mich schon drauf. Schön, dass ihr ein bisschen zugeschaut habt. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und wir sehen uns morgen wieder. Das war Andreas von Alltagsabenteuer. Bleibt euch treu. Tschüss.